Herzlich willkommen, liebe Freunde. Zuerst mal an alle Abonnenten und auch Nicht-Abonnenten ein schönes neues Jahr. In Hoffnung, dass das Jahr 2021 mal wieder etwas normaler wird. Ich befinde mich hier gerade auf einem Neujahrsspaziergang, sozusagen eine Runde ums Haus. Und es tut eigentlich mal ganz gut, frische Luft zu schnappen. Obwohl ja die Silvesterfeier gestern jetzt nicht gerade eine der wildesten war. Das haben wir früher hinter uns gebracht. Und gestern war es eher gemütlich. Geht ganz schön hoch hier. Wird Zeit, dass man wieder fitter wird. Wie jedes Jahr oder Anfang jeden Jahres nimmt man sich eigentlich vor, oh, da oben waren Rehe. Das wird man wahrscheinlich nicht. Doch, sieht man es oder nicht? Da irgendwo flitzt was, da oben. Da auch noch einer. Wie Anfang jeden Jahres nimmt man sich ja vor, alles besser zu machen wie letztes Jahr. Meistens hält das dann so ein paar Wochen an und dann geht das Ganze wieder zurück in den Alltag. Ist zumindest meistens bei mir so. Aber vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Ja, kaum geht es ein bisschen bergauf, ist man auch hier schon echt ganz schön kaputt. Das muss sich ändern. Die Rehspuren, was ich hoffe, sind natürlich, dass auch die ganzen Veranstaltungen wieder halbwegs normal stattfinden können. Das glaube ich zwar noch nicht so recht, aber solche Sportveranstaltungen wie Megamarsch, Marathonläufe und so weiter, vielleicht wird das wieder in einem guten Maße stattfinden können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man schon auf Musikkonzerte und sowas gehen kann. Aber wir warten mal ab. So, hätte ich jetzt einen Schlitten dabei, wäre ich viel schneller zu Hause. Ja, es wird gleich dunkel. In einer halben Stunde. Das war ein Mini-Video. Ich wollte mich nur mal kurz melden und allen ein schönes neues Jahr wünschen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!